War es Liebe auf den ersten Blick? Anfang des Jahres hatten Juliet Schoppmann, 43, und Tane Schafatschik, 31, für eine große Überraschung gesorgt. Die Musikerin und die Komikerin haben sich das Ja-Wort gegeben. Zwar hatte es zuvor immer wieder Gerüchte über eine Beziehung der beiden gegeben, doch diese hatten sie nie bestätigt. Jetzt verraten Juliet und Tane, wie sie sich kennengelernt haben. Wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt, plaudert Tane in ihrem gemeinsamen Podcast Fühlvergnügen aus. Juliet habe damals die Komikerin für eine Sendung gekocht. Ich habe mich sofort verknallt. Erinnerte sich die 31-Jährige zurück. Doch trotz der sofortigen Sympathie füreinander haben sich die beiden anfangs Zeit genommen, um sich über ihre Gefühle klar zu werden und sich ihre Liebe einzugestehen. Dann ging aber alles ganz schnell. Wir sind noch gar nicht so lange zusammen, haben aber sofort den Sack zugemacht, verrät Tane. Sie habe schon schnell das Gefühl gehabt, dass sie und die ehemalige DSDS-Kandidatin sich schon lange kennen würden. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich existiert habe, gibt die Komikerin zu.